Trick hat gerade einen Polizeiwagen gekapert, die Sirene angemacht und fährt hier einfach durch Vice City. Das darf man nicht, das ist also verboten. Und deswegen werde ich ihn jetzt mal zur Rede stellen und vielleicht verprügele ich ihn auch. Ja, endlich ist es soweit. Wir können wieder ein bisschen zocken und sind jetzt gerade dabei. Wir sind in einem Spielmodus namens Cops and Robbers. Und das ist so, dass ein Team sind die Räuber und die anderen sind natürlich die Cops. Und die Cops müssen die Räuber bzw. den Oberboss stoppen bzw. platt machen. Und da sind wir jetzt gerade auf der Suche, den zu finden. Cruisen hier eben durch Vice City und ich weiß, da hinten irgendwie sind die. Und das wird mir eben hier auf dieser Map angezeigt, auf der Minimap. Müssen wir jetzt schauen, dass wir hier gleich links fahren. Und da kommt er doch dann gleich. Oh, er hat ihn entschlüpfen lassen. Keine Sorge, die Jagd ist noch nicht vorbei. Und das ist halt das Coole an den Verfolgungsjagden, die sich hier so ergeben. Das heißt, man kann das, was man aus dem Singleplayer-Spiel nur aus der verfolgten Perspektive kennt, jetzt auch mal umdrehen. Genau. Verdammt, hier haben wir ein ziemlich schnelles Auto. Hinten ist bei mir der Reifen schon im Arsch. Aber mal gucken, vielleicht sind die nicht so gut im Fahren. Kannst du das Auto wechseln? Musst du Polizeiwagen gehen? Ja, kann ich natürlich wechseln. Ich mach das jetzt auch mal. Sieht der dich dann auf dem Radar, weißt du das? Ja, die sehen mich auf dem Radar. Holger ist hinter dem her, das ist gut. Ein Mann, der da noch folgt. Wir steigen schnell hier rein. Komm, rein mit dir, Six. Ich weiß übrigens, wo der Lamborghini ist. Wo der Lamborghini ist? Weißt du denn? Das schnellste Auto auf der Minimap ganz unten. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, aber... Ich glaube, ich bin auf der dritten Insel. Ich sag dir einfach mal hier, ich hab das ja hier. Ich sag dir, wo das ist, in welcher Straße. Hoffentlich entkommen die nicht hier. In der... Shinnecock Avenue. Shinnecock. Das hilft mir jetzt leider gerade gar nicht. Ganz im Süden, in den Firefly Island. Weißt du? Wo in der Nähe vom Bowling Center. Da ist der Lamborghini. Na, ist natürlich jetzt wenig spektakulär, wenn man die jetzt nicht gleich... Ja, unspektakulär hier. Ja. Wie läuft das? Es geht nach Zeit, oder? Naja, die müssen versuchen, zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Und wir müssen eben versuchen, das zu verhindern. Das ist aber auch eine scheiß Kiste. Aber wenn die einmal dann, wenn die einmal an euch vorbei sind, dann wird es ja schwer, die aufzuhalten. Naja... Nee, also es kommt immer darauf an, wie gut die fahren natürlich. Also man muss ja auch noch beeinrechnen, es gibt irgendwelche Faktoren im Spiel, wie der eigentliche Verkehr. Da kann es schon mal passieren, dass eben, weißt du, die Leute genauso Fahrfehler machen. Und, ja, aber du musst dann darauf warten, dass die einen Fahrfehler machen. Ist ja wie in der Formel 1, die sind dann der Führende. Und, weißt du? Ja, es ist halt, ja, du musst halt darauf warten, dass die vielleicht einen Fahrfehler machen oder weiß ich was. Ja. Wie es halt eigentlich funktioniert, wenn man jemanden verfolgt. Und die haben ein schnelleres Auto als man selbst. Mit dem Lamborghini, den es in der Shinnecock Avenue gibt, wärst du jetzt vielleicht schon wieder dran. Holger, Mann, hier, was machst du denn, du alte Hippe? Alter, da ist halt ein Spielplatz. Du hast auch so einen Riesenwagen, du brauchst so einen kleinen Motorrad. Was ist denn mit dem Motorrad? Der Boss hat das Gefährt erreicht. Das heißt, wir sind jetzt... die Gangster, beziehungsweise wenn wir jetzt was anderes wählen, was wollen wir machen? Sag schnell. Ein Rennen würde ich gerne machen. Machen wir ein Rennen? Ja. Dann machen wir ein GTA-Rennen. Ja. Machen wir das. Ich kann ja dann dein Navigator sein. Und da geht es jetzt so, es gibt normale Rennen und GTA-Rennen. Und bei GTA-Rennen ist es so, dass man noch mit Waffen fahren kann und die andere natürlich beballern kann, während man fährt. Man kann sich am Anfang ein Auto aussuchen. Ah, siehst du? Und da können wir jetzt dann zum Beispiel auch festlegen, was für Autos. Wir nehmen mal Sportwagen und dann... Nee, warte mal, ja, wir nehmen mal Supercars. Und dann, du willst ihn ja unbedingt haben, hier, der Lamborghini, den nehmen wir mal, das hört sich doch gut an. Kann jetzt jeder sich einen eigenen aussuchen? Ja. Oder, ja? Kann sich jeder einen eigenen aussuchen. Wie gesagt, ich lege zwar als Spielführer sozusagen die Klasse fest, aber aus der Klasse kann sich dann jeder verschiedene Autos aussuchen. Und ich habe mich für den Lamborghini entschieden und hier ist das gute Stück. Yeah. Okay, haben anscheinend... Yeah! Ey, Holger, geh weg da. Ich sitze dem Holger mal hinterher. Alter! Oh, das ist ja... Das hat ihn jetzt aber selbst, das hat ihn jetzt selbst hier ordentlich. Aber das sieht nach großem Spaß aus. Das ist auch Spaß. Oh, was tust du? Es ist gut, dass mein Auto so flach ist, dass es als Rampe fungiert. Ja.
Ah, da habe ich die Waffe verpasst. Egal. Holger, die feige Sau, die fährt jetzt natürlich echt so, ich muss schnell fahren. Also man kann sie abkürzen, wenn man so... jetzt mache ich einen Platz hier, Achtung. Verschiedene Abschnittspunkte erreichen muss. Das sieht man hier nicht. Alter, was hat der denn für Bomben? LOL! Jetzt hier die Führung. Nein, was war das denn? Es ist mein Reifen geplatzt. So ein Unsinn, wir fahren trotzdem weiter. Das war ein Unsinn. Nein, das war falsch. Was machst du denn? Keine Sorge, alles ist gut. Ich dreh durch. Ja, die Leute, was machen die denn hier? Die Leute wollen, dass was passiert. Also richtig zieht der aber nicht mehr an. Ja, natürlich nicht. Oh. Der ist gut im Arsch. Also kannst du theoretisch auch jetzt wechseln, oder? Kannst du nicht so ein beliebiges Fahrzeug kapern? Da bin ich mir jetzt gerade bei dem nicht ganz sicher. Bei diesem Art von Rennen. Aber hinter mir ist auch jemand. Das ist nicht vorbei. Nein, hör auf mich zu beballern! Das ist... Ah, was machst du denn? Oh nein. Ja, jetzt hat er das andere Auto vor sich. Nein! Man muss einfach nur rabiat genug fahren, dann ist das alles kein Problem. Baum, hallo! Nein! Einparken! Was ist denn das? Ich will doch nicht einparken! Nein! Oh, jetzt müssen wir wieder hinten. Das ist doch Unsinn, du triffst doch nicht. Keine Sorge. Vorher habe ich bald keine Muni mehr. Aber der Holger, der fährt wie eine Hausfrau, das wirst du schon sehen. Der Holger führt. Ja, noch. Das kriegen wir schon noch hier. Spieler Nummer 3 ist ein bisschen abgeschlagen, aber das kann ja noch werden. Wir sehen ja, wie du fährst. Wie schlecht muss dann der Spieler Nummer 3 sein? Das hast du gesagt, nicht ich. Was hören wir eigentlich hier für einen Radiosender? Vorsicht! Alter, die gleiche Kurve wie letztes Mal! Was tust du? Dotz! Oh. Jetzt wieder links! Hoch die Rampe links! Yay! Kurve! Nimm doch die Kurve! Ja, ist okay, ist alles Premium hier! Wow, schön zur Seite. Hab ich gewartet. Ja, ich weiß, der Holger war so nett und hat gewartet. Ja, wir machen mal Pause, oder? Haben wir dann noch einmal? Ich weiß ja. Nicht. Einmal ja. Haben wir noch, ich sag oder? Einfach mal ja. Ja, sagen wir einfach mal ja. Autsch! Oh. Komm, das geht schon noch. Weißt du, wie viele Leute da maximal fahren können? Ich muss sagen, K109 ist mein Lieblingsradiosender, weil da Karl Lagerfeld mit dabei ist. Und weißt das ist du, einfach zu cool. Wie viele Leute da mitfahren können? Es ist, glaube ich, bis zu 16, könnte man auch nur 12 sein. Wieder aber immerhin, Tag. Also ist ja schon eine ganze Menge. Du hast doch keinen Bock, gar keine Frontpartie mehr, du bist voll eingedellt. Wie, was hier eingedellt, ist alles gut. Du siehst aus wie Sven Ottke. Wo ist denn der Rest hier der Crew? Oh, da kommt, Achtung, da kommt einer. Oh, der kommt, der hat sich einen Hammer geschnappt. Die Sau. Aber den lasse ich mal schön vorbeiziehen. Warum? Ja, damit ich ihn schön beballern kann. Oh nein, da vorne ist das Ziel. Den lasse ich nicht vorbeiziehen. Was machst du denn? Alter, was kommt tust der? Du? Ich wollte rückwärts reinfahren. Das ist wie bei Mario Kart, als du dem Dennis gesagt hast, er soll stehen bleiben. So, jetzt machen wir Werbung. Gleich kommen wir nochmal wieder hier zurück und dann sehen wir... Nochmal was. Das ist doch mal ein Versprechen. Bis gleich.